Let's Play Nintendo 64 Folge 195 und mit dem vierten und damit auch letztem Spiel fürs Nintendo 64, das den Namen Star Wars im Titel trägt. Willkommen zu einem Spiel, das von LucasArts entwickelt, von Nintendo gepublished wurde, zumindest auf dem N64 und den Titel Star Wars Shadow of the Empire trägt. Ein richtig, richtig gutes Spiel. Ich habe es damals unfassbar gefeiert auf der Konsole und habe das in sehr guter Erinnerung, obwohl das wahrscheinlich spielerisch extrem gealtert ist in der heutigen Zeit. Das werden wir gleich rausfinden. So, press start to select. Kann ich, mit R komme ich da unten ins Menü. Ich kann mal in die Optionen reingehen. So, Overlay Display, Sound, das ist alles okay. So, in Mono möchte ich nicht spielen. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal ein neues Spiel. So, das Ganze ist im Dezember 96, ihr Lieben. Dezember 1996 in den USA erschienen. Und dann am 1. März 97 bei uns in Europa. Das war ein Launch-Spiel fürs N64. Und damals, ein Kumpel von mir war riesen Star Wars-Fan und ich habe es bei dem zu Hause gespielt zum ersten Mal. So, Battle of Hoth. 5 Leben, easy peasy und dann geht es los. So, take out those Imperial probe droids. Be careful not to shoot our own turrets. Aha. Also, ich muss jetzt hier die Drohnen ausschalten. Und Junge, wenn man, wie ich, nicht lange zuvor Rogue Squadron gespielt hat, was ja das Expansion Pack unterstützte und in 480i lief, sieht Star Wars Shadows of the Empire schon natürlich relativ bescheiden aus, aber bei mir kickt aktuell die Nostalgie rein und es macht durchaus seinen Spaß. Ich war damals mega begeistert von dieser Stage hier, wie wahrscheinlich viele andere Star Wars Fans und Kritiker, als das Spiel damals auf dem Nintendo 64 erschien. Denn das hatte schon etwas, was man eigentlich bisher nur im Kino gesehen hatte. So, Stage 2, these 8080s should be no problem. Denn vorher waren Star Wars Spiele meist irgendwie so 2D Jump'n'Runs, die man vom Super Nintendo her kannte. Oder irgendwelche beinharten Flugsimulationen wie X-Wing vom PC. Und bumm, da bin ich gestorben, obwohl ich gerade ziemlich sicher war, dass ich das Ding nicht berühren würde. Also so viel zur Kollisionsabfrage. Aber nicht schlimm, ich habe noch viel Leben. Star Wars Shadows of the Empire bot damals einfach eine Atmosphäre und ein Gefühl, das man, wie gesagt, nur vom Kino kannte. Und ich war so geflasht davon, dass ich das dann auch mit meinem Kumpel zusammen durchgespielt habe. Try using your harpoon and tow cables on the AT-AT. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nicht mehr weiß, wie ich das Seil auswerfe. Aber ich gebe mein Bestes. Hauen wir erstmal die anderen Blechbüchsen hier weg. Hoppala. Ich habe sogar vor einer Weile, also vor einer Weile bedeutet vor ein paar Jahren, 2 Jahren vielleicht, und das ist gemessen an dem, wie alt das Spiel ist, vor einer Weile für mich, habe ich das sogar selber mal auch mal durchgespielt auf dem N64 und habe es auch da gefeiert, immer noch, weil, wie gesagt, Nostalgie bei mir sehr, sehr groß bei dem Spiel ist. Aber man muss schon sagen, dass vor allem die Level, hoppala, die später zu Fuß natürlich auch noch gemeistert werden müssen, es ist ja nicht alles ein Fluglevel, nicht so wie Rogue Squadron, die steuern sich schon, ich sag mal, relativ ungewöhnlich für einen Third-Person-Shooter, weil ihr müsst halt verstehen, ich glaube, das müssen wir alle verstehen, dass es damals noch kein Standard war, einen Third-Person-Shooter zu programmieren. Es gab einfach keine Standards, was Steuerung anging, was das allgemeine Look and Feel anging. Und LucasArts hat sich Mühe gegeben, aber das Ganze halt auf den N64 anzupassen, war nicht ohne. So, mit hier unten werfe ich das Seil aus und ich versuche jetzt mal mein Bestes, darf aber nicht zu weit weg vom AT-AT kommen, sonst reißt das Seil, aber ich darf auch nicht an sein Bein fliegen, sonst ist mein Schiff kaputt. Deshalb wird das jetzt hier nicht einfach, aber ich gebe mein Bestes, um ihm die Füße zusammenzubinden, wie im Film halt. So, Challenge Points awarded, habe ich auch noch bekommen. Zack. Erledigt. Das war der erste. Ich glaube, da kommen noch ein paar, ne?
So, schalten wir mal die Druide oder die Drohne hier aus. Die fehlt, glaube ich, noch, um das Level zu beenden. Aber wenn man heute Star Wars spielen will, Shadows of the Empire auf dem N64, braucht man schon ein bisschen Frustpotenzial, ein bisschen Resistenz dagegen. So, Stage 4. Noch mehr von diesen Viechern. Aber das hat ja gerade schon ganz gut funktioniert. Ich habe noch viel Leben. Das sollte passen. Jagen wir erstmal die AT-STs weg, damit die uns gleich beim Kapern nicht stören. Die Druiden kommen jetzt auch mal weg. Ah, ich sollte aber nicht beschleunigen beim Draufzufliegen. Das ist kontraproduktiv. Ich will nicht schon wieder irgendwo dran knallen. Übrigens, das schon wieder. Ne? Ich habe gedacht, ich fliege dran vorbei, aber nein. Feuer reingeflogen. Zumindest habe ich das AT-ST mit in die Hölle genommen. So, dieses Fluglevel, das habe ich euch in der letzten Episode schon erzählt, hat übrigens dafür gesorgt, dass wir die Rogue Squadron Reihe bekommen haben. Denn, ja, ich gehe jetzt den einen da mal umwerfen. Denn die Kritiker waren damals so begeistert davon, dass LucasArts halt das natürlich gesehen hat, wahrgenommen hat, dass eben diese Passagen am besten gefeiert wurden bei Shadows of the Empire. Dann haben die straight away bei Factor 5 einfach ein ganzes Spiel bestellt, das nur aus diesen Flugpassagen besteht. Und Factor 5 hat dann daraus eben eine Engine gebastelt und eine Musiktechnologie gebastelt, die dann eben dafür gesorgt hat, dass LucasArts in Zusammenarbeit dann mit Factor 5 Rogue Squadron entwickeln konnte und daraus dann auch eine ganze Reihe entstanden ist, die drei Teile umfasst. Und abgesehen vom ganzen Hate mag ich auch Rebel. Mein Gott, habt ihr das gesehen? Da bin ich. Ich habe das Ding auf jeden Fall nicht berührt. Der dritte Teil der Rogue Squadron Reihe, Rebel Strike, den habe ich richtig gefeiert damals. Ich weiß, dass der nicht gut angekommen ist wegen der Fußmissionen. Ich mochte die aber total gerne. Und auch die Tatsache, dass man komplett Rogue Squadron Rogue Leader im Koop spielen konnte, damals auf dem GameCube, das war schon ziemlich nice. Und haben mein Kumpel und ich auch schon richtig, richtig hart gemacht damals. So. Bringen wir den AT-AT jetzt auch noch zu Fall und hoffe, also ich will euch auf jeden Fall noch eine Mission zeigen zu Fuß. Mit Dash Renda, glaube ich, hieß der Hauptcharakter. So, dafür muss ich aber, glaube ich, noch einen zu Fall bringen oder auch nicht. Nee, das sind meine Verbündeten. Wo ist denn der? Hallo, wo bist du? Da ist die Drohne. Zack. Erledigt. Level complete. Jawohl. So. Das war also der Beginn von diesem absoluten Klassiker. Und mich würde mal interessieren, wie ihr zu dem Spiel steht. Denn ich habe so das Gefühl, viele Star Wars und N64-Fans mögen es oder hassen es. Da gibt es irgendwie nichts dazwischen. Die einen feiern es, wie ich. Die anderen sagen, nee, wie kann man das überhaupt spielen? Sobald man mit Dash Render hier unterwegs ist, geht gar nichts. The Empire has destroyed the main generator. The shield door to Bay 3 is closed and we can't take off. Aha. Das heißt also, was ist jetzt mein Objective? You must activate the emergency generators on the lower level to open the door. Okay, also ich muss die Notfallgeneratoren einschalten. Und hier bewege ich also Dash. Und das Ganze funktioniert mit dem Analogstick. Das Komische an der Sache ist halt nur, dass ich mit den C-Sticks, mit den C-Knöpfen die Kamera so komisch navigieren kann. Ich kann ihn nicht flüssig bewegen, ich kann die halt umschalten. Ich kann in die First-Person-Perspektive gehen, wenn ich auf C rechts drücke. Wenn ich nochmal auf C rechts drücke, habe ich eine Action-View. Das heißt, das ist so eine komische Third-Person-Ansicht, die aber nicht unbedingt für Übersicht sorgt. Und dann habe ich eine Top-Down-Ansicht, wie bei so einem Contra-Level von früher. Ja, also irgendwie ganz, ganz komisch. Deshalb bleiben wir bei der ersten Kamera-Ansicht. C oben macht irgendwie nichts, C links auch nicht und C unten sorgt dafür, dass ich in die Hocke gehe. Also mit den C-Knöpfen kann ich die Kamera nicht steuern, was irgendwie ein bisschen doof ist. Ich meine, Mario 64 hat eigentlich gezeigt, wie das geht.
Ansonsten, ich kann mich umsehen, indem ich auf Z drücke, dann bleibt der Charakter stehen. Auf R kann ich wahrscheinlich irgendwas betätigen. Das ist ein Action-Button. Und auf L gehe ich wieder in die Kameraansicht. Auf Grün bzw. auf B wird geschossen und mit A springe ich. Okay, so, jetzt haben wir das geklärt. Jetzt geht es also endlich mal auf die Suche nach den Generatoren. Und man muss sagen, die Steuerung gestaltet sich als gewöhnungsbedürftig. So, ich versuche jetzt hier die Gegner, die mich beschießen, zu erledigen. Zack. Das Witzige ist auch, dass die Munition sich immer wieder auflädt. Guckt mal, jetzt habe ich wieder 100 und 79 Energie. Das heißt, ich muss also aufpassen, dass ich hier nicht um den Haufen geschossen werde. Das könnte ein Health Pack sein. Medipack, jawohl. Aber hat mir nur 5 Gesundheitspunkte gegeben, was nicht viel ist. Deshalb müssen wir mal darauf achten, dass wir hier nicht um den Haufen geballert werden. Das Ganze hat einen richtig krassen Auto-Aim. Also Dash zielt quasi von alleine. Ich muss nur schießen. Und das ist, glaube ich, bei so einer hakligen Steuerung auch bitter nötig. Ich meine, ich kann ja auch mal in die First-Person-Ansicht gehen. Dann steuert sich das eigentlich wie so ein Ego-Shooter. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich erinnere mich auch an ein Promo-Video, wo das Spiel auch aus der Ego-Perspektive gezeigt wurde und ich damals angenommen hatte, ey, das ist ja wie Turok, so ein Ego-Shooter, was aber nicht der Fall war damals. Zumindest nicht so richtig. So, hier ist noch eine Tür. Zack. Ich glaube, so spielt es sich sogar ein bisschen geiler. Obwohl ich das nie so wirklich als Ego-Shooter betrachtet habe. Aber vielleicht ist das so auch durchaus angelehnt. Ich glaube, die könnte ich jetzt befreien, aber die machen mich dann fertig. Aber was ist das da? Ne, ich glaube, das ist nur Munition. Ich lasse die mal hier hinter Gittern. Weil diese komischen Schneeungeheuer, die machen mich ziemlich schnell kaputt. Und dann könnte und müsste ich wahrscheinlich das Ganze nochmal neu starten. Darauf habe ich jetzt gerade keine Lust. Und ich merke gerade, dass mein B-Knopf ein bisschen hakt. Ich glaube, das ist auch das Geräusch, was ihr eventuell im Video hören werdet. Ich habe irgendwie kein Glück mit den N64-Controllern in den letzten beiden N64-Folgen. Bei Rogue Squadron konnte ich nicht so richtig damit steuern und jetzt hakt auf einmal der B-Knopf irgendwie komisch. Also, was dem Spiel gut getan hätte, wäre auch noch so ein Strafe-Button. Weil ich kann jetzt hier nicht unbedingt gut um Ecken gehen. Ich muss dann mich so ein bisschen hervorwagen und dann mich komplett drehen. Es ist ein bisschen unglücklich gewählt, aber nichtsdestotrotz macht es mir immer noch Bock. Also auch hier kickt wieder die Nostalgie, genauso wie beim ersten, bei der ersten Mission nach Forth. Und es macht schon Bock. Boah, ist das dunkel hier gerade. So, der ist auch erledigt. So, man muss hier halt ein bisschen aufpassen, wo man hingeht. Da habt ihr mal kurz das Auto-Aim gesehen, wie der Laser der Kanone so richtig straight nach oben gegangen ist beim Schießen. So, you found a new weapon. Switch weapons to use it, but be careful to conserve your ammunition. Ja. So, wie mache ich denn das? Das ist immer noch mein Laser. Das ist Hocke. Ah, okay. Auf C oben wechsle ich die Waffe. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Das wäre nämlich echt unglücklich. Ich muss jetzt nämlich irgendwie, glaube ich, auf die andere Seite kommen. Zack. Erledigt. Oder auch nicht erledigt. Er ist noch nicht erledigt. Das ist eine zielsuchende Rakete. So, ich muss immer noch die Generatoren finden. Ich gehe wieder auf meinen normalen Laser. Habe Energie gefunden. Das ist hervorragend. Da geht es weiter. Irgendwo muss der Generator ja sein. Das sieht aus wie ein Aufzug. Gehen wir da mal rein. Und das fehlt echt so ein Strafe-Knopf. So, es geht runter. Stage complete. Okay, das haben wir geschafft. Aber ich glaube, wir spielen noch ein bisschen, oder? Ich habe noch Bock. Es geht weiter. Muss ich die Tür irgendwie öffnen? Schnee, da. Doch, ne? Bestimmt, jawohl.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich hier auch mit dem Jetpack rumfliegen muss nachher. Gucken, ob wir das auch noch hinkriegen. Und derweil könnt ihr ja mal in die Tasten hauen und mir erzählen, ob ihr damals auch Star Wars Shadows of the Empire gefeiert habt oder ob ihr das eher nicht so gut fandet. Und wenn ihr es nicht gut fandet, warum nicht? Ich meine, klar, Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber ist man da einmal drin, so wie ich jetzt, kann das durchaus Spaß machen, glaube ich. Vor allem, wenn man das so im Ego-Shooter-Style spielt. Das ist das erste Mal, dass ich das so in dieser Ego-Perspektive spiele. Aber ich muss zugeben, das macht schon Bock so. Vielleicht hätte ich das auch früher so spielen sollen. So, gehen wir hier mal weiter. So, gucken, ob ich darüber gesprungen... Also, okay. Leben erhalten, Symbole eingesammelt, Energie aufgesammelt. Das funktioniert doch bisher hervorragend, wage ich mal zu behaupten. Ich hatte nicht gedacht... vor dem Anspielen, dass ich noch so gut daran sein würde. Aber es ist wie Fahrradfahren mit den alten Videospielen. Wenn man einmal die Dinge gespielt hat und die Nostalgie reinkickt, dann vergisst man auch nichts mehr. Es kommt schneller wieder, als man denkt. Sondern dieser klassische Star Wars Soundtrack. Ich habe leider, muss ich vielleicht dazu sagen, nie die Windows-Variante gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass die ziemlich cool ist. Einfach weil auch da sicherlich eine höhere Auflösung vorhanden ist und die Steuerung vielleicht auch mit Maus und Tastatur deutlich angenehmer geworden ist als jetzt mit einem N64-Controller, der Anno 96 halt noch absolut neu war und viele Entwickler überhaupt nicht gepeilt haben, was sie damit tun sollen. Aber wirklich konkret kann ich euch das nicht sagen, weil ich es wie gesagt damals oder bis heute auf dem PC EG gezockt habe, bis eben, glaube ich, anfangs da die Mission bei meinem Kumpel, wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob das auf PC oder auf dem N64 hatte. The power has been restored, hurry up and get to the ship. Also, die Generatoren laufen wieder, ich muss jetzt zurück zum Schiff gelangen. Das sieht doch hervorragend aus, würde ich mal sagen. Was triggert der? So, wir fahren auf jeden Fall erstmal wieder runter. Ich muss zum Schiff und beim Schiff wartet dann auch der erste richtig große Endgegner, der mich damals richtig gefetzt hat, nämlich ein AT-ST. Und das war, da erinnere ich mich dran, das war der erste harte Brocken, den ich dann bekämpfen musste und wo ich dann auch einige Male gestorben bin, bis ich dann die Strategie raus hatte, wie ich dieses Riesending dann noch platt machen kann. Das war nicht einfach. Oh, damn, jetzt kommt das, da erinnere ich mich auch noch dran. Da muss ich jetzt nämlich springen. Und dann passiert das. Und dann habt ihr mal die Sterbeanimation gesehen. Aber, guckt mal, die Checkpoints sind großzügig. Wir tauchen nicht weit davon wieder auf und können es wieder von vorne spielen. Leben habe ich ja noch ein paar. So, das sollte also... noch passen, wollte ich gerade sagen. Und dann glitsche ich darunter. Vielleicht spiele ich das wieder in der normalen Ansicht. Ist vielleicht fürs Springen besser, als das so unglücklich über First Person zu machen. Oder ich versage jetzt hier, weil das doch schon ein bisschen anstrengender gemacht ist. Aber ich gebe mein Bestes, um euch hier den AT-ST noch zu zeigen am Ende. So, beim dritten Anlauf dann auch endlich geschafft. Dann fahren wir hier wieder hoch. Aber man merkt schon, dass in der Third-Person-Ansicht irgendwie eiert man da rum, wenn man mit dem Charakter rumläuft. Das ist irgendwie im First-Person-Modus direkter, finde ich. Da kann man zumindest geradeaus laufen. Und da ist der Boss. Und der ist hart. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den nochmal so auf Anhieb packe. Aber ich gebe mein Bestes. So, man muss jetzt hier nämlich aufpassen und gucken, dass man den vielleicht sogar mit diesen Dingern hier platt macht. Während man ein bisschen unverwundbar ist. Vielleicht kriegen wir das auch hin, ehe das Item, was ich da aufgesammelt habe, nachlässt. Und zack. Das war einfacher als gedacht, muss ich zugeben.
Aber auch nur, weil ich dieses Unverwundbarkeits-Item gefunden habe. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht so glatt gelaufen. Ich sammle jetzt nochmal schnell hier. Ah, das ist Medipack, ne? Das nützt mir jetzt gerade eh nichts. Dann verschwinden wir zum Schiff und dann sollte die Mission auch erledigt sein. Aber ich erinnere mich daran, dass der AT-ST damals eine absolute Kopfnuss war. Weil man damals auch nicht wusste, was man tun sollte. Ich war damals überfordert als Kind, da erinnere ich mich noch gut dran. Da ist mein Schiff. Also hauen wir hier mal ab. Und damit dürfte... Ich wollte gerade sagen, das Level auch geschafft sein. Aber ich werde ja noch angeschossen hier, weil die Gegner auf dem Schiff sind. Die Schweinebacken. So, head to the cockpit. Und damit ist auch diese Mission durchgespielt. Es gibt später so ein Speeder-Level, wo man in einer Stadt unterwegs ist. Oder auf einem Zug. Das war auch relativ anstrengend. Ah ja. So. Ihr Lieben, das ist Shadows of the Empire. Von allen... 4 Star Wars Spielen. Oh, jetzt bin ich hier. Genau, von allen 4 Star Wars Spielen ist das, glaube ich, mein Liebstes. Weil einfach da, wie gesagt, die Nostalgie kickt. Es ist das älteste der Spiele und es ist sicherlich auch nicht das Beste, rein technisch gesehen und spielerisch wahrscheinlich auch nicht, wenn wir es vergleichen. Aber weil ich es damals halt so unfassbar gerne gespielt habe und das auch das einzige Star Wars Spiel auf dem N64 ist, was ich noch wirklich durchgespielt habe, hänge ich da halt emotional sehr dran und das ist und bleibt für mich eins der besten Star Wars Spiele ever. Mit diesen Bildern aus dem Weltall und 57 TIE Fightern, die ich noch erledigen muss, verabschiede ich mich von euch für dieses Mal. Ich entschuldige mich für dieses komische Klickgeräusch des Controllers, falls ihr das jetzt im Video hört, weil das Ganze leider wahrscheinlich zu hören sein wird. Der B-Knopf hängt fest und beim Schießen ist das nicht so einfach, aber es ist nicht anders zu machen. Ich gelobe für die nächste Episode Besserung. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare zu dem Spiel. Ich freue mich auf eure Erinnerungen und Erfahrungen zu Star Wars Shadows of the Empire. Und wir sehen uns das nächste Mal mit einem anderen Klassiker, nämlich StarCraft 64 wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Adios. Tschüss. Euer Andi.